Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Geheimakte 2. Wir sind immer noch als Nina unterwegs und damit beschäftigt, diesen Imbisswagen hier wegzubekommen, damit wir gucken, wohin der Laser zeigt. Und wir sagen dem Chinesen jetzt einfach mal, das Auto von dem Bauarbeiter ist nicht mehr da. Was? Oh, bin ich schon wieder eingeschlafen? Der kann ganz schön viel schlafen. Könnte man fast unglaublich, meinen. Unglaublich. Tut mir leid. Was kann ich für Sie tun? Ja, das Auto ist weg hier. Meinten Sie nicht, Sie würden hier so lange stehen müssen, bis der Landvermesser sich in den Feierabend verabschiedet hat? Ja, aber bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Ich weiß nicht. Sehen Sie sein Auto irgendwo? Oh, hat er schon Feierabend gemacht? Wäre seltsam, so früh. Das kann Ihnen doch eigentlich egal sein, oder? In der Tat. Warum soll ich nicht auch einfach mal Glück haben und dieses Glück einfach genießen? Sie entschuldigen mich bitte. Ich muss weg. Ja, sehr, sehr gut. Damit wäre 5 Sekunden später. Schon erstaunlich. Okay. Egal wie träge jemand auch sein mag, sobald es um den Feierabend geht, bewegen sich alle plötzlich mit Überschallgeschwindigkeit. Ja, kann mir das aber auch stimmt. Egal sein. Hauptsache, der Imbisswagen ist jetzt nicht mehr im Weg. Oh nein. Der Laserstrahl ist ausgegangen. Ja, der Laserstrahl. Wo ist der hin? Ja, wahrscheinlich Batterien alle, vermute ich mal, Nina Schatz. Guck mal, wir haben aber welche noch einstecken von der komischen Hinweistafel. Die machen wir jetzt hier in die Wasserwaage wieder rein und dann sollte das doch wieder funktionieren. Gute Idee. Vielleicht sind einfach nur die Batterien leer. Sowas ist mir bei einer Kamera schon mal passiert. Ja, das war im ersten Part. Da habe ich Let's Plays so angeschaut von Cruel Demon. Und da habe ich das gesehen. Okay. Ja, ja. Man konnte mal auf einen Knopf drücken und bekam dann Informationen über Gatineau. Aber das war früher, bevor die Batterien geklaut wurden. Ja, wer macht denn auch sowas? Okay, jetzt, aber... Kaum ist das eine Hindernis aus dem Weg geräumt, schon erscheint das nächste Problem. Auch hier wird pure Gewalt wohl nicht weiterhelfen. Ja, können wir das hier nicht mit dem Haken... Ich könnte an dem Haken ziehen und so den... Ja, das hatten wir schon, okay. Ich wusste doch, dass die Sache... Ja, okay, ich habe gedacht, vielleicht können wir da was machen... Was haben wir denn jetzt hier noch so im Inventar? Eine Skizze, ein Stück Alufolie liegt hier auch noch. Haben wir das? Ach, das ist, wir haben nicht alles benutzt. Okay, die komischen Lebensweisheiten, das Taschenmesser, ein Kabel, ein Spiegel. Die Sache ist, kann man den da irgendwie... Pass mal auf, wenn wir das hier so drumrum lenken... Der Laserstrahl zeigt doch schon in die richtige Richtung. Warum sollte ich ihn ablenken wollen? Na, ich habe gedacht, vielleicht... Na, wir müssen den, dass wir den irgendwie nach unten lenken. Also, der... Wir kriegen die Tafel ja nicht weg. Hier unten wäre ja Platz. Vielleicht können wir den Spiegel auf den Maulwurfshügel legen hier. Nee, das geht nicht. Also, dass wir den nach unten lenken und von hier dann wieder weiter lenken. Und dann können wir ja sehen, wohin der führt. Das, Ah ja, guck mal. Jetzt haben wir hier einen verschnürten Spiegel. Und nu? Tja, können wir das hier nicht irgendwo aufhängen? Der Laserstrahl zeigt doch schon in die richtige... Ja, Eine weil Darstellung der Stadt... Weil das im Weg ist vielleicht, liebes Ninalein. Tja, das ist natürlich Man konnte blöd. Mal auf einen Knopf drücken und... Ja, das hatten wir schon. Das ist ja komisch. Tja. Ach, wir können das hier dranhängen, bestimmt an den Haken. Ich habe gedacht, wir tüdeln das da irgendwo an das Hinweisschild. Ich habe einen Plan. Mal schauen, ob er funktioniert. Ich hatte den Plan vorher. Ach, nee, so funktioniert das nicht. Da muss noch eine Beschwerung dran. Du hast das Kabel falsch rangetüdelt, Nina. Hier, da haben wir doch Sand drin in unserem Stoffsäckchen hier. Pass mal auf. Ja, genau. Und jetzt muss das von hier weitergespiegelt werden. Okay. Unser Pappbecher hier. Ich hab mir so viel... Ja, okay. Dann die Alufolie an sich vielleicht. Ja, perfekt. Der Laserstrahl zeigt in die Ruinen. Dann nichts wie hin. Ja, dann mal hin da. Finde ich auch.
Der Laserstrahl zeigt auf den Gesteinshaufen dort vorne. Okay. Ja, okay. Was ist denn nun los? Sind die Batterien schon wieder hinüber? Na, das egal, ich weiß ja jetzt, wo ich suchen muss. Okay, alles klar. Geröllhaufen, ja, dann Steine räum das sind mal zum weg. Teil so groß, da müsste ich schon schweres Gerät auffahren, um die wegzukriegen. Okay, vielleicht hilft uns der Landvermesser ja auch. Wir fragen den einfach nochmal. Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar. Wir müssen ja alle zusehen, wo wir bleiben. Und als Landvermesser verdient man nicht gerade Königlich. Ja, das hatten wir schon. Wonach genau suchen? Alles, was wir... Aber unter dem ganzen Schutt kommt... Keine Sorge, ich hab... Oh, alles okay. Klar. Also er hat ein schweres Gerät im Sie Auto. Dann das hatte Arbeit. Er ja schon okay. mal gesagt. Jetzt müssen wir ihn nur dazu bringen, hier irgendwie uns den Geröllhaufen wegzuräumen. Das ist natürlich echt... Oh Gott. Komm, wir legen Alufolie da in den Geröllhaufen. Nee. Weißt du, hätten wir ihm sagen können, guck mal, das glitzert. Aber das geht so nicht. Den Alubecher... Ah, den Becher können wir nehmen. Okay. Okay. Nun liegt er dort, begraben unter Steinen. Schnief. Ach, Ninalein. So, dann schnappen wir uns den Landvermesser nochmal und sagen ihm, guck mal, da liegt was Glitzerndes. Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass... Ja. Okay. Sie suchen doch bestimmt auch sowas wie silberne Pokale, oder? Ja, natürlich. Haben Sie was gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten in dem Geröllhaufen. Wo? Wo genau? Führen Sie mich hin. Da genau hier gegenüber, Mensch. Guck mal. Dann räum mal die Steinchen für uns weg. Na, der wird ja wohl einen umwickelten Becher von irgendeinem Silberpokal unterscheiden können. Na? Ja, tatsächlich. Da unten glitzert etwas. Ich werde schnell meine Ausrüstung aus dem Auto holen, um den ganzen Schutt wegzuräumen. Bin gleich wieder da. Sehr, sehr gut. So soll das sein. Siehst du, wir machen uns nicht die Finger schmutzig. So, das hätten wir geschafft. Ich kenne mich mit diesem historischen Kram leider nicht aus. Aber ich werde den Pokal mal bei meinem meinem Fachmann vorbeibringen. Und was ist mit mir? Was soll mit Ihnen sein? Bekomme ich keine Belohnung? Doch, klar. Sobald ich es verkauft habe, bekommen Sie, sagen wir, 20%. 50. 30. 40. 35. Okay. Gut, dann warten Sie hier. Ich bin bald wieder da. Ja, also was ist das denn für ein Trottel, ey? Okay. Früher hatten die Grabräuber wenigstens noch ein bisschen Sachverstand. Andererseits, es gibt so viele Leute, die von ihrem Job keine Ahnung haben. Warum sollten Grabräuber da eine Ausnahme bilden? Oh ja, zumindest habe ich jetzt freien Zugang auf die Wand, auf die der Laserstrahl gezeigt hat. Ja, aber der war schon selten dämlich, also wirklich. Das ist schon ein kleiner Trottel. Okay, guck mal, hier ist ein eiserner Ring. Können wir da dran ziehen? Ich werde mal dran ziehen. Oder drücken? Oder vielleicht drehen? Ja, probier einfach alles aus. Nina, irgendwas wird sich schon tun. Huch. Ah. Der Laserstrahl hat genau auf diesen Raum gezeigt. Dementsprechend besteht durchaus Grund zur Hoffnung, dass sich der von Schwester Elise versteckte Schlüssel hier irgendwo befindet. Dann wollen wir uns mal auf die Suche machen. Ja, dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Hier sind Steinscheiben, ein Weinfass. Das gucken wir mal an. Wie alt das Fass wohl sein mag? Und was noch interessanter sein dürfte, was genau hat es mit dieser Holzplatte auf sich, die fest mit dem Fass verbunden ist? Holzplatte? Ah ja, okay. Auf der Holzplatte befinden sich eingedrückte Knöpfe mit Buchstaben. Okay. Und ganz links noch eine einzelne Vertiefung. Vielleicht ein Mechanismus, um an das von Elise beschriebene Versteck zu kommen. Aber warum sind die Knöpfe eingerastet und lassen sich nicht drücken? Fehlt mir da noch irgendwas, um die da wieder rauszukriegen? Okay, wir gucken der mal. Der Knopf scheint eingerastet zu sein. Okay, da können wir nichts. Was ist hier? Passiert nichts. Alles klar. Der Knopf scheint eingerastet zu sein. Okay, dann gehen wir hier mal nochmal raus. Da haben wir auch nichts einstecken, ne? Nee, natürlich nicht. Ist hier... Dann gucken wir uns mal die Steinscheiben noch an. Drei Steinscheiben und ein paar Knöpfe. Offensichtlich ein Mechanismus. Die Frage ist nur, warum haben die Steinscheiben unterschiedliche Farben? Oder muss ich die Löcher irgendwie in eine bestimmte Position bringen? Vielleicht übereinander? Oder spielen die Zahlen eine Rolle? Und wenn ja, welche?
Oh Gott. Die Scheiben lassen sich nicht mit der Hand drehen. Ach so, okay, hier mit dem Knopf. Ah, okay, wir haben hier... Okay, naja, wir probieren mal weiter noch. Okay. Guck mal, die... Ich hätte... Ah, da. Okay. Also ich würde ja vermuten, man muss die so übereinander machen, die Öffnung. Probieren wir mal aus. Ach so, nee, ein... Ach so, Mist. Noch eins zurück. Na... Noch eins und noch eins. Und dann noch das. Ah, nee. Jetzt bewegt sich die... Ah, die bewegt sich zurück und dann vor. Ah, geschafft. Das, ah! Dadurch, dass die Löcher jetzt alle übereinander stehen, kann man die dahinterliegende Nische sehen. Okay, ja, dann zeig mal, was ist denn das? Ein Ring. Okay. Den gucken wir uns mal genauer an. Was ist denn das für ein Ring? Ein goldener Siegelring. Den kann man doch bestimmt hier in die komische Holzplatte machen. Auf der Holzplatte befinden sich eingedrückte Knöpfe, ja, aber warum sind schon. Die Knöpfe eingerastet und lassen... Das hatten wir doch schon. So, hier, Ring. Der Ring passt perfekt. Ah, sehr schön. Und die schön. Knöpfe haben sich jetzt aus ihrer Verankerung gelöst. Bleibt nur die Frage, was ich jetzt mit den ganzen Knöpfen anfangen soll. Ach du meine Güte, ja. Ich glaube, Sie verkennen den Ernst der Lage. Wir sind nicht zum Saufen hier. Während Sie sich mit alten Weinen vergnügen, habe ich in der Zwischenzeit die Plakette entziffert. Okay. Und? Irgendwelche Hinweise? Ja, aber ob die uns wirklich weiterhelfen? Ich höre. Eigentlich steht da nur, dass es sich bei der Statue um den heiligen Ostrebert von Rouen handelt. Der Erzbischof, dem zu Ehren die Stadt Gatineau gegründet wurde? Genau, woher wussten Sie? Allgemeinbildung, sowas weiß man doch. Ich bin beeindruckt. Danke. Mehr stand da nicht? Nein, hilft uns vermutlich auch nicht weiter, oder? Wer weiß, ich behalte es mal im Hinterkopf. Oh Gott, jetzt fragen wir ihn mal nochmal hier zur Statue. Auf der Plakette stand wirklich nichts weiter außer dem Namen? Nein, nur dass die Statue den heiligen Ostrebert von Rouen darstellt. Ostrebert von Rouen. Ostrebert. Nicht sehr ergiebig, oder? Ostrebert. Wer weiß, vielleicht nützt uns diese Information doch noch auf die eine oder andere Weise. Aber fragen Sie mich bitte nicht auf welche. Ostrebert, okay, ich werde da gucken es weiter wir mal. Versuchen. Da gucken wir hier oben mal. Ostrebert. Gott, ich schreibe das doch jetzt falsch. Au. Ah, das war falsch. Die bleiben nicht drin. Ist das das falsche A vielleicht? Das sind nur die beiden, ne? Austre. Buh. Aus. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt okay, worden. Okay. Jetzt gucken wir mal aus. Trebert. Nee, da müssen wir da ja wahrscheinlich wieder ankommen. Oder muss das nicht in der Reihenfolge? Aus. Oh Gott. Aus. Bert. Aust. Re. Bert. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Also der Name ist bestimmt richtig. Aber das muss noch in der anderen Reihenfolge gesetzt werden. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier nur zwei A's. Hier und hier. Und nur hier geht das U lang. Also hier gehen zwei U lang. Mal gucken. Aus. Und da fehlt uns das T. Aust. Okay. Habe ich hier. Oh Gott. Ich hätte mir den Namen mal aufschreiben sollen. Austrebert, ne? Aust. Und dann R-E. B. Austrebert. Oh Gott, keine Ahnung. Wir probieren es nochmal. Aus. Tre.
Bert. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Das ist nicht richtig. Gucken wir mal. Das ist halt echt irgendwie ein bisschen tricky hier. Also das A können wir außer Acht lassen. Jetzt gucken wir mal, wo kriegen wir denn ein Bert am Ende hin? Das macht mir noch ein bisschen Bert. Da. Bert. So rum vielleicht. Dann probieren wir es mal so rum. Bert. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Das sieht halt irgendwie auch ein bisschen falsch aus, oder nicht? Bert. Vielleicht so rum. Achso, nee, jetzt habe ich's falsch. Okay, Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Wie wollte ich jetzt lang tun? Oh Gott, ich bin verwirrt. So ist ja irgendwie falsch, ne? Also das müsste ja schon das T sein, vermutlich. Bert. Bert. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Okay, aber ich glaube, wir machen mit diesem Mechanismus hier tatsächlich im nächsten Part weiter. Und gucken mal, also wie es hier dann weitergeht. Hoffentlich kriegen wir das auf. Und ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, das ging ja dann doch einfacher wie gedacht, da überhaupt den Weg zu diesem Raum zu finden. Ich bin positiv überrascht, dass das doch recht schnell geht. Jetzt muss nur noch dieses Rätsel gelöst werden.